Hallöchen und willkommen hier zurück zu Far Cry 5. Beim letzten Mal haben wir uns ja schon mit Faith rumgeschlagen, beziehungsweise, naja, wir haben den Sieg davongetragen. Dies ist auf jeden Fall Geschichte und damit ist Nummer 2 schon mal aus dem Weg geräumt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall, man sieht es hier nur noch hier oben den Bereich von Jacob, aber da kommen wir dann später noch dazu. Ich habe immer noch so ein bisschen was erledigt in der letzten Zeit und ja, ich bin hier gerade bei Nolans Fleischshop und ich habe hier eine Quest, da sind irgendwie irgendwelche Angels noch im Keller eingesperrt und ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter gucken, mal schauen, was da los ist, denn wie gesagt, hier ist ja ein Außenposten von uns und da können wir es auf jeden Fall nicht gebrauchen, dass hier irgendwelche Gegner unten noch rumstrolchen, ne? Deswegen schauen wir uns das mal an, 7 Stück sind hier unten und wir räumen gleich mal auf. So, wir gucken mal ganz kurz. So, 7 Stück, das steht hier dran. Aha, wir sind alle Angels. Ja, macht den Sprung und join. Also, tritt bei oder irgendwas, keine Ahnung. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, hallo Freunde. Okay, ja, auf jeden Fall schon mal abgeschlossen hier unten im Bereich. Es gab hier schönes 800 und nochmal 1000, also insgesamt 1200, also 800, 400. So, haben wir irgendwas Schönes hier unten? Hier scheint es aber nichts weiter zu geben. Ach Gott, erschreckt mich doch nicht so. Ich dachte schon, du bist auch ein Feind, hätte ich gleich abgeknallt. So, liebe Freunde. Was ist denn los? Komm mal klar hier. Mensch, unglaublich. So, okay, dann können wir jetzt nach draußen. Das Lager ist jetzt auf jeden Fall sicher. Und ich habe auch schon den... Gott, ich dachte gerade irgendwie was abgekackt hier. So, ja, was ich gerade sagen wollte, ich habe auf jeden Fall schon mal den nächsten Part ausgekundschaftet, was wir uns denn da so anschauen können. Das ist ein Arcade-Automat, den brauchen wir jetzt natürlich nicht. Und schon mal ganz kurz nach, hier unten ist ein Anleger, den holen wir uns mal ganz kurz noch als Schnellreisepunkt. So, ist ja gleich hier unten. Ja, wie gesagt, ich habe auch schon die nächste Mission rausgesucht, die wir uns gleich anschauen können, denn wir müssen noch den Judge-Bären jagen. Der ist ja schon eine ganze Weile hier unterwegs. Und der befindet sich sogar gar nicht so weit weg. Also hier hinten ist ein... Moment, hier oben, glaube ich. Genau. Wir könnten einfach da mal hingehen, würde ich sagen. Moment, wir nehmen mal hier die Schnellreise zu diesem Ort da. Ich glaube, es ist ein Autoladen oder sonstiges. Weiß ich nicht ganz genau. Aber wie gesagt, das müsste ja ganz gut passen. Damit wir jetzt zumindest schon mal die größeren Sachen nach Hause weggeräumt haben. Ich mal ganz kurz schauen, wie viele Quests wir denn eigentlich noch offen haben hier in dem Gebiet. Ich muss einen Spezialisten rekrutieren. Nämlich den guten... wie hieß er denn hier unten? Eine Kunde hier. Sharky, genau, den müssen wir auf jeden Fall holen. Das können wir dann den jetzt gleich mal machen. Ansonsten abgeschlossene Aufträge haben wir 27 von 43. Da ist auf jeden Fall, da müssen wir was zu tun. Und hier ansonsten noch Sekten außenposten und Eigentum der Sekte zerstören. Das kriegen wir auch noch relativ schnell hin. So. Dann schauen wir ganz kurz auf die Karte. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Sekunde. Huch, nein, wollte ich nicht. Beim Reinklicken in die Karte versehentlich raufgeklickt. So, Moment. Was haben wir hier unten eigentlich? Klatsch Nixon. Okay, so, dann einmal hier in Richtung Hütte da drüben. Ich hoffe, da komme ich so ein weiteres hoch, denn es sieht ziemlich hoch aus da. Jetzt, wenn da irgendwie die Berge nicht hochkommen. Kann durchaus sein, dass wir da gleich den Weg außen rum gehen müssen. Naja, das macht nichts. So, Scharfschützen werden die Hand nehmen. Und wir ein Vielfraß hinterher. Sehr schön. Okay, so. Da oben haben wir... Ach ja, okay. Übrigens, man erkennt jetzt jedes Mal an diesen kleineren Außenposten, da hängen so die Fähnchen wieder im Wind. Also hier die amerikanische Flagge. Das ist jetzt irgendwie, nachdem man tatsächlich so diesen, ja, Boss besiegt hat des Gebietes. Da sieht man das auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir müssen hier vorne irgendwo rum. Oh, da wird schon wieder geschossen. Okay, also wieder Feinde am Start. Okay, irgendwer kämpft hier, aber ich sehe gerade noch nichts. Wir schauen mal ganz kurz nach. Hier vorne ist auch nichts. Da unten rannte gerade wer. Ich hoffe, das war einer von uns. Aber das sieht irgendwie nicht so aus. Oh, Schmerzen. Oh,
Was auch immer ich da gerade erschossen habe. Ich glaube, eine Ziege oder sowas. Ich dachte, es war irgendein... Ja, tut mir leid, Ziege. Am Pronghorn. Naja, okay. Ist in Ordnung. Haben wir schon ein paar gejagt. Wir schauen mal ganz kurz nach. Da ist noch eine Ziege. Und hier unten ist ein Ort, den wir gleich anschauen können. Okay, so, dann schauen wir ganz kurz nach. Ich hoffe, hier gibt es nicht wieder irgendwelche Schlangen, nicht, dass ich gleich wieder einen Herzinfarkt kriege. Das ist ja... So, hier, Elchjagdgebiete, sehr schön. Und hier mal eine Kiste zum Plündern. Was ist da oben los, sag mal? Freunde, Freunde, Freunde. Macht man nicht so einen Stress draußen. Ein Arcade-Automat, beziehungsweise so ein Schild. Okay, das haben wir alles eingesammelt. Das hier... Es ist nichts weiter zum Einsammeln, keine anderen Sachen. Hier oben Pfeile haben wir alles. Also wir haben auf jeden Fall alles eingesammelt hier schon. Keine Orden oder sonstiges. Schade, schade. Okay, dann einmal nach draußen und ich würde sagen, dann kümmern wir uns mal um die... Wie das Viech einfach mal überhaupt gar nicht registriert hat, dass ich drauf geschossen habe, ne? Okay, wir müssen sowieso in die Richtung, da wir gleich den Puma noch erledigen. Das können wir noch mitnehmen, sehr schön. Das Vieh scheint irgendwie die ganze Zeit nur irgendwas zu killen. Ach, der ist wieder hinterm Berg, Mensch. Das ist immer echt verwirrend, wenn man die Gegner hier durch den Berg durchscheinen sieht. Hallo. Ach, daneben, schade. Okay, so, da vorne haben wir einen Blitzbehälter, die können wir erstmal in Ruhe lassen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Suche nach dem Bären. Ist natürlich auch schön, dass wir dann hier gleich zu Fuß unterwegs sind. Ich hätte mir ja schon irgendwie schweres Gerät gewünscht. Ich meine, wir könnten ja notfalls noch einen Raketenwerfer nehmen. Okay, Lydias Höhle, alles klar. Dann müssen wir mal hier rein. Töte den Judge-Bären, ja, läuft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt hier so eine gute Idee ist. Mal gucken. Obwohl, wir nehmen erstmal vielleicht das Sturmgewehr in die Hand. Nicht, dass wir dann hier vielleicht im Nahkampf direkt irgendeinen Gegner erledigen müssen und dann, naja, nur Raketen einfach direkt vor die Füße schießen. Oh, mein Gott. Hallo. Hallo, Bär. Oh, nein, 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 nein. Oh, oh, geht's hier lang? Hilfe. Okay, ich glaube, jetzt geht dieser Quark schon wieder los. Man kennt es ja schon von dem Judge Elch, dass wir erstmal die ganzen Gegner erledigen müssen. Bevor wir dann tatsächlich den eigentlichen Gegner treffen. Hallo, oh mein Gott. Oh mein Gott, hallo. Aua, 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 aua. Boah, hat der viele Lebenspunkte. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Oh Gott. Ein kleiner Vielfraß. Geh weg. Kleines Garstiges. Aua, garstiges Viech. Ja, und bevor sich jemand wieder fragen sollte, ob das denn normal ist mit dem Ton hier. Ja, es klingt tatsächlich normal. Ich hatte letztens irgendwie schon einen Kommentar gelesen, dass es ein bisschen merkwürdig klingt vom eigentlichen Sound her. Das ist der Einfluss des Bliss, der hier... Oh mein Gott. Oh, shit. Oh, oh, oh. Au, au, au. Hallo, ich würde gerne wieder aufstehen. Danke. Darf ich mal wieder aufstehen? Sag mal. Hallo, Bärchen. Augen. Unglaublich. Ich finde ihn ja schon echt cool gemacht hier, den kleinen Bären. Ich werde ihm gerne mal genauer angucken. Aber das Problem ist, wahrscheinlich bin ich gleich tot, wenn ich den mir mal genauer angucke. Hallo. Der zuckt irgendwie so komisch, ne? So, komm, wir gucken mal genauer an den Bären. Oh, hallo. Du bist aber süß. Oh mein Gott. Das Geile ist so... Du kommst doch nicht mehr zum Aufstehen hier, ne? Oh, zack. Einmal Kopfschuss. Sehr schön. Der Judge-Bär abgeschlossen. Wunderbar. Dann gucken wir gleich mal nach, ob hier unten vielleicht noch was Geiles zum Einsammeln ist. Vielleicht irgendwelche Orden oder irgendwas. Also Vorteilspunkte. Aber hier scheint es tatsächlich nichts zu geben. Hier vorne ist noch irgendwas. Ich habe halt irgendwie so kleine Mikroruckler. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwas ist da komisch heute. Komme ich hier hoch? Nee, komme ich nicht hoch. Schade, schade.
Ja, das ging doch relativ gut vonstatten hier. Gar nicht so schwer, wie ich dachte. Hui, Tageslicht. So, ich muss trotzdem mal ganz kurz gucken, was die Mikrohochler sagen. Bin gleich wieder für euch da. Sekunde. So, und da ist er wieder. Ich habe jetzt leider die Fehlerquelle noch nicht gefunden. Muss erstmal mit leben. Dann vielleicht mal nach der Aufnahme mal schauen. So, den Judge-Bären haben wir auf jeden Fall erledigt. Wir gucken mal ganz kurz nach, was wir hier noch so an Nebenmissionen haben. Wir haben auf jeden Fall noch Außenposten hier erobern müssen. Und zwar, ganz kurz schauen, wie groß ist denn das Gebiet? Sekunde, wir könnten natürlich erstmal hier hinten die Außenposten machen. Das haben wir hier, klatsch nixen, wieder so ein Stunt, ja, Szenario. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal hier hin zu Jessops Gewächshäusern. Dort haben wir nämlich auf jeden Fall auch noch eine Quest offen. Können wir quasi so die Überreste entsorgen, die hier Faiths, ja, Herrschaft hinterlassen hat. Ah, Moment. Wir nehmen hier auf jeden Fall hier unten den Punkt. Da können wir nämlich gleich mal ein Auto holen. Ich würde sagen, wir nehmen auch gleich mal irgendwas mit einem Geschütz drauf, dass wir mitten reinfahren können in die Gegner. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Vielleicht den Truck oder so. Den finde ich ziemlich geil. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Und können wir einfach mal eine Runde mit rumfahren. Du hast hier Schönes. Nichts zum Einsammeln. Okay. Gut, dann holen wir uns den Truck. Wo ist denn hier... Hier kann man shoppen. Alles klar. Guti, dann nehmen wir uns den Truck mal hier, den... Wie hieß der denn? Witwenmacher, glaube ich, oder so? Ja, sehr schön. Der Witwenmacher. Na, wunderbar. So, Musik aus. Nicht, dass wir hier Probleme bekommen mit YouTube, mit irgendwelchen Copyrights oder sonstiges. Man kennt das ja schon nicht anders. Ah, ich finde ihn so geil. Sehr schön. Da kannst du auf jeden Fall schon mal Straßensperren einfach durchbrechen, einfach mitten reinfahren ins Getümmel und dann passt das auch ganz gut. Ich meine, ihr dürft eh nicht mehr allzu viel rumstehen. Okay, dann haben wir wieder was Neues entdeckt hier. Hallo, Elche. Oh, nein, 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 oh mein Gott. Tut mir leid, Elch. Warum rennst du denn auch hier rein, sag mal? Gut, dann können wir nicht... Oh mein... Der lebt ja noch. Oh mein Gott, der hat mir gerade ins Gesicht getreten. WTF. Hat er mich ganz schön verarscht, ey. Blöde Viech. Naja, okay. Hat er Glück gehabt. Wollte schon sagen, hab ihn ja nur leicht touchiert. Okay, so einmal hier rumfahren. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg, denn irgendwie... Oh, oh. Puma. Okay, der ist jetzt aber Geschichte. Oh, nee, der steht... Okay, der steht auch wieder auf. Mann, Mann, Mann. Also die Wildtiere sind echt ein bisschen lebensmüde, ein bisschen hart am Nehmen. So, okay, wir sind auf dem Weg. Sehr schön. Die springen auch schon alle zur Seite. Ja, das würde ich an eurer Stelle auch tun, wenn ich hier quasi selber anfahren sehen würde. Okay, so, wir sind auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Da können wir gleich mal den Laden aufräumen. Wir schauen mal, ob wir vielleicht... Ganz kurz gucken, meine Quest hier. Wir haben eine Quest, auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Die Sünden des Vaters. Das ist sogar eine Hauptquest. Erreiche die Jessop-Gewächshäuser und gehe zu Jessops Gewächshäusern, befreie sie von der Sekte und verbrenne die Blisspflanzen. Dadurch sollte Finney, der Chemiker, herausgelockt werden. Dann kannst du dich um ihn kümmern. Ja, der Chemiker von den... Peggys, den müssen wir auf jeden Fall erledigen. Der hat nämlich das Bliss erfunden. Und mal gucken, da können wir gleich mal ein bisschen aufräumen, den Laden. Dass hier vielleicht mal die ganze Fabrikanlage kaputt ist. So, wahrscheinlich werden wir gleich richtig aufs Maul kriegen. Man kennt das ja schon. Gerade kam die Meldung rein, dass du am Jessop anwesend bist. Tja, ich stehe hier an Virgils Schreibtisch. Er hat an ein paar Sachen gearbeitet. Eine davon war für Jessop. Es geht um einen Apotheker, der der Sekte beigetreten ist. Er heißt Feeny. Er hat dort diese giftigen Blisspflanzen gezüchtet. Virgil meinte, er wäre ein mieser Drogendealer. Es gefällt mir nicht, wenn Virgils Arbeit unvollendet bleibt.
Hör mal, ich wette, wenn du seine wertvollen Pflanzen abfackelst, kommt dieser Vieh nie angerannt. Und dann kannst du ihn ausschalten. Ich schätze, das wäre ganz in Virgils Sinne. Oh ja, das werden wir auf jeden Fall machen. So, ich habe gehört, man kann auch diese Lautsprecher ausschießen oder abschießen, dass die nicht hier Alarm auslösen. Das Problem ist, es gibt so viele davon. Ich weiß gar nicht, ob ich die einfach so kaputt kriegt. Na, vielleicht die Ding da oben? Keine Ahnung. Hm. Oder vielleicht die Alarmknöpfe. Könnte auch sein. Mal ganz kurz gucken. Haben wir da drüben einen? Ja. Notfalls legen wir einfach die Typen alle um. So, ich würde mal ganz kurz gucken. Sekunde, was haben wir denn hier Schönes an Unterstützung? Sekunde, wir nehmen vielleicht mal... Ach komm, wir nehmen Cheeseburger und wir nehmen Peaches. Passen ganz gut zusammen, die beiden irgendwie. Ein Herz und eine Seele. Es sind aber tatsächlich gar nicht so viele Gegner hier. Aber da werden sicherlich gleich noch welche auftauchen, wenn wir hier den ersten abgeknallt haben. Man kennt das ja nicht anders. So, wir gehen mal ganz kurz hier hoch. Besser Aussichtspunkt. Haben wir da irgendwen... Oh, da kommt auf jeden Fall schon jemand angerannt. Oh, jetzt haben sie mich entdeckt. Aber das macht nichts. So, da können wir gleich mal lostoben hier, Cheeseburger und Peaches. Mal hoffen, dass hier ein bisschen was aufräumen da unten. Ja, sehr schön. Genau. Oh, hallo, Alarm. Aua, aua, aua. Oh nein, Cheeseburger, was ist denn da los? Oh nein, Kleiner, komm, steh auf, kämpf weiter. Ja, sehr schön. So, wir kriegen auf jeden Fall gleich Besuch. Oh! Da habe ich fast nach Peaches erwischt. Okay, so Alarm oder Ausruf. Ich habe gar nichts mehr zum Schießen. Fangt mal, Leute. Voll, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, noch jemand am Start? Noch jemand ohne Fahrschein, liebe Leute? Oh, hallo. Nein, 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 nein. Cheeseburger, nein, 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 nein. Au, ah, fuck it. Okay, ich glaube, Cheeseburger hat aufgeräumt. Und Peaches ebenfalls. Was auch immer da gerade wegrannte, ich habe es nicht erkannt. Das sah aus wie, weiß ich nicht, irgendein Dachs oder irgendwas. Ha, sehr schön. So, mal gucken, ob jetzt der komische Freak da rauskommt, der Fini. Okay, so, dann sammeln wir mal ganz kurz hier die Karte ein, die hier rumliegt. Was haben wir hier Schönes? Vier neue Orte entdeckt. Sehr schön. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir jetzt hier die Felder abfackeln. Hey, Peaches, geh mal aus dem Weg.
Okay, so, erstmal ganz kurz hier ein bisschen Beute verkaufen. Wir haben ein bisschen was gefunden. Nicht so dolle viel, aber immerhin schon ein bisschen was. Und neue Munition holen. Sehr schön, damit wir neu rumballern können. Ich glaube, ich habe auch schon wieder diese komische panzerbrechende Munition versammelt. Ja, irgendwie ist das. Ich finde es blöd, dass er automatisch umschaltet. Er sollte lieber dann gar nicht mehr schießen, anstatt irgendwie automatisch umzuschalten. Naja, okay, so, das Ding müssen wir noch abfackeln. Die Frage ist, wie fackeln wir es am besten ab? Vielleicht mit dem Molly oder so, oder mit dem Flammenwerfer? Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier den komischen Sprinkler abdrehen, sonst wird das nichts. Haben wir hier irgendwo ein Dings, ein Wasserrad? So, wo ist denn hier? Kann man hier mal ein bisschen einsammeln? Wahrscheinlich hier im Haus drin, das kann ich mir vorstellen. So, wir gucken mal ganz kurz rein. Hunde? Ja, sehr schön, okay. So, damit müsste jetzt auf jeden Fall die Wasserversorgung abgestellt sein. Das heißt, wir können jetzt loslegen und die Felder abfackeln. So, Moment. Molly in die Hand nehmen und einmal gib ihm. Sie verbrennen die Felder! Haltet sie auf! Für den Vater! Okay, so, Feld Nummer 1 brennt. Oh, wir haben auf jeden Fall jemanden rausgelockt gerade. Bei dir scheint ganz schön was los zu sein. Denk dran, du musst alle Blitzfelder verbrennen. Bin dabei. Okay, so, mal ganz kurz hier hoch gucken, weil das Problem ist, hier haben wir auf jeden Fall noch irgendwelche Fahrzeuge am Start. Ja, sehr schön. Mensch, oh, das knallt immer so schön. Eine Freude. Boah, die fliegen immer so schön. Das finde ich total geil. Oh, Sekunde. Nein, Freundchen. Peaches, komm mal weg da. Da brennst. Nein. Du hast gleich Feuer. Schwanz, wollte ich gerade sagen. Das klingt pervers. Okay, so. Dann einmal hier Richtung Feld nach da vorne. Das haben wir verbrannt, glaube ich, oder? Ja, das ist schon verkohlt. Sehr schön. Moment, was haben wir denn hier zum Sammeln? Ah ja. Okay, so. Jemand verbrennt die Blitzfelder! Kämpft für den Vater! Okay, wir kriegen auf jeden Fall schon wieder Besuch von hier vorne. Einmal schon in Stellung gehen, damit wir gleich mit dem Raketenwerfer loslegen können, wenn hier ein Auto kommt. Na hallo, Freunde. Wiedersehen. Na, aber hallo, wir nehmen gleich hier natürlich die entsprechende Position ein, hier vorne. Wahrscheinlich kommt er von einer anderen Stelle oder er kommt im Hubschrauber. Eliminiere Fine. Ja, die Frage ist, wo steht er gerade rum? Ah, der kommt von da oben, alles klar. Ja, ich hab's fast vermutet. Ja, ich hab's fast vermutet. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal weggerannt hier. Beziehungsweise weggeflogen. Dann einmal hinterher. Oh, nein. Ach, shit. Meter. Okay, könnte ein bisschen... Verstanden. Ah, jetzt aber flinke Füße. Könnte ein bisschen knapp werden. Hier vorne die Straße runter. Ich hoffe, der fährt auch irgendwie... führt auch einen Weg lang hier vorne. Dass wir gleich querfeld einfahren müssen. Das könnte durchaus auch möglich sein. Ah ja, und der gute Nick legt schon wieder los. Aus dem Weg! Okay, der ist auf jeden Fall richtig, richtig schnell da vorne. Das ist auch klar, ich meine, Hubschrauber, klar, logischerweise, aber ich komme auch kaum hinterher. Und hier vorne gleich das nächste Lager oder was. Okay, sehr schön. Dann einmal kurz hier in Stellung gehen. Ah, Moment, der fährt noch, der fliegt noch weiter, Mann. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Nicht, dass ich die ganze Zeit hier im falschen folge. Aber ich glaube, es hätte dann schon da gestanden.
Aber ich glaube, jetzt hat er auf jeden Fall schon angehalten. Oh, Moment, hier ist noch einsammeln. Sekunde. So viel Zeit muss sein. Da vorne rennt ein Schwarzbär. Ach, ist schon geplündert. Alles klar. Gut, weiter geht's. Dann schauen wir ganz kurz nach, ob wir den da vorne erwischen. Ich meine, er hat jetzt gerade angehalten. Vielleicht erwischen wir den da. Okay. Ich kann dir nicht danken, also lass mich das für ihn tun. Ich weiß, er wäre stolz auf dich. Danke, Deputy. Uiuiui. Ui, ui. Ultimativer Überlebenskünstler freigeschaltet. Okay. Ja, Mensch, das war ja gerade relativ einfach, sag ich mal, den Fini abzuschießen. Er hat auch die panzerbrechende Munition vorher umgeschaltet mit dem Scharfschützengewehr, sodass er auch gar keine Chance hatte, direkt einmal durch den Hubschrauber durchgeballert und dann ging's abwärts. Naja, was soll's. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal den Giftmischer hier erledigt vom, ja, von den Peggys. So, jetzt scheint es aber nichts weiter zu geben. Oh, ein ausgestopftes Figürchen da hinten. Erstmal ganz kurz auf die Karte schauen, wo wir denn überhaupt gelandet sind. Okay, oh Moment, hier meine Wackelkopffigur. Sekunde. Oh ja, da ist ein Cheeseburger-Wackelkopffigur. Die sieht ziemlich lustig aus. Da habe ich auf jeden Fall schon zwei oder drei gefunden. Hm. Das waren auch meine, Peaches hier. Hm, oh Mann. So, und dann würde ich trotzdem sagen, machen wir erstmal hier einen kleinen Break an der Stelle. Wir haben ja schon mal viel erreicht. Den Giftmischer von Eden's Gate haben wir ausgeschaltet. Und beim nächsten Mal können wir noch hier so die Außenposten erledigen, die ja noch offen sind. Sind dann noch zwei, drei Stück hier, glaube ich, die wir noch erledigen können. Und dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Ich sage danke fürs Reinschauen. Lasst mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und beim nächsten Mal anscheinend nicht vergessen. Bis dann und schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.